Eine kann ich noch aufstellen, oder? Ja. So, dann stellen wir hier eine auf. Gut. Der Trupp ist fertig, also rüsten wir ihn auch gleich mal aus. Heroes are entering your dungeon. Das höre ich gerne. Oh, jetzt sind es Stufe 2 Gegner. Na, selbst wegen denen kommt Baal ganz alleine klar. Ja, Baal zeigt dir, dass sein Banner mehr Impf hat als dein Hämmerchen. Genau. Die Menschen sind alle Käfer. Die Helden. Eat, sleep, slaughter, eat, sleep, slaughter. Hallöchen, letzter Raum. So, Succubus hat's erwischt. Scheusale hat's erwischt. Der Trupp braucht dringend. Nicht Training, ups. Falsch, der Trupp braucht dringend was zu essen. So, als nächstes. Ich könnte mir auf jeden Fall die alle 3 Punkte holen. Ich könnte mir eigentlich dieses Mal so gut wie jeden Punkt holen. Ah, Einheit verstärken. Ach komm, warum nicht? Machen wir mal einen Trupp nur aus diesen Vieren hier. Also aus den 4 Spelunkeneinheiten. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Dafür brauchen wir nur erstmal eine Spelunke, die ich hier irgendwo hinsetzen wollte. Genau. Dafür brauche ich wieder Materialien. Also, Squad zweimal. Was fehlt denn jetzt dann eigentlich noch? Können wir einfach eben Dings nachschauen. Hier. 2 Räume fehlen noch. Ja, die Schatzkammer und die Spelunke. Und dann habe ich eigentlich alle, die ich bauen kann und wollte. Ja. Warte, ich habe sogar schon die Materialien für die Spelunke zusammen. Spelunke, wo bist du? So, die kann ich genau hier reinsetzen. Passt. Ach, und eine Küche wollte ich noch bauen, genau. Zweite Küche. Das heißt, vor den nächsten 4 Punkten schalte ich mal genau die Aushebung frei. Ich kann noch 4 Helden extrahieren, 10 töten, dann ist das hier voll. Vielleicht schaffe ich es dann auch mal Dungeon Stufe 10 zu erreichen. Das wäre nice. Auf jeden Fall habe ich noch 3 Standestufen vor mir, bevor das große Böse kommt. Und ich denke mal, am besten mosche ich die Gegner dann hier im Todesgang. Unter der Todesroller. Oh. Ihr habt euren Speer verloren. Wie konntet ihr nur? Kein Problem. Kriegt ihr einen Schreckensfürsten. Von mir gesponsert. Aber hey, ihr seid auch mittlerweile Stufe 3. Das heißt, ich schicke Trupp 3 mal los. Die brauchen auch mal ein bisschen Materialien beschaffen. Haben wir noch eine 2er Materialmission? Die ist ganz schön weit weg. Nee. Nee. Schicken wir die mal dahin. Wow, wir haben jetzt ganz schön Materialien. Sehr gut. Du kostest Pilze. Pilze wollte ich eigentlich jetzt keine ausgeben. Du kostest Materialien. Sehr schön. So, ein Schreckensfürst, der kostet nämlich auch Pilze. Oh.
Der Taurus würde Materialien kosten, aber ich glaube, ich spare mir jetzt erst einmal, wenn der Squad zurück ist. Genau, spare ich mir mal die Materialien für die erste Schatzkammer. Oh, ich habe ganz vergessen, ich könnte hier noch was hinsetzen. Aber nee, ich setze die zweite Küche hier hin. Ich schicke dann den Trupp einfach nochmal gleich los, wenn er angekommen ist. Genau. Kann ich gleich nochmal losschicken, die Jungs. Trupp 3. Kriegen die auch ein bisschen mehr Erfahrung. Sehr schön. So, Materialien sind gesammelt. Erste Schatzkammer hier unten. Fallen kann ich noch keine neuen, aber jetzt habe ich schon mal genug Pilze und so für die Jungs hier. Ah, ich habe den schon freigeschalten, aber jetzt bräuchte ich eigentlich Einheiten ausgerüstet, verschiedene Räume. Kriege ich auf jeden Fall gleich einen DC-Punkt. Helden extrahiert. Ah, aber ich habe jetzt genug, schon wieder ein neues Level für Arbeiter. Das heißt, von denen kann sich einer gleich mal hier durchgraben. Dann können wir die drei Spacken hier extrahieren. Genau. Oh, die stecken gut ein. So, sehr schön. Ihr könntet was essen. So. Ich kann hier eine Küche hinbauen. Bauen. Bauen, bauen. So, ah ja, jetzt kann ich auch gehen da. Ah, Helden für den Extraktor. So, Trupp 3 kann mal weg und wir haben genug Punkte für die Freischaltung. Ich hoffe wirklich, dass das müsste eigentlich an Punkten reichen. Beef is back on the menu, lads. Na komm, ich helfe mal wieder ein Blitzchen nach. Trupp 1 mal da hoch. So, der neue Trupp 4. Wandeln wir mal wieder die um. Wollte eigentlich gerade sagen, ich könnte jetzt die Jungs wieder losschicken. Oh, du brauchst Ausrüstung, ganz dringend. Trupp 3. Und Trupp 1. Ich bräuchte jetzt eigentlich freistehende Imps. Die ich mal in die Spelunke schicken könnte zum Feiern. Weißt du was, ich stelle dich mal wieder frei.
gegambeln. Genau. Du kannst auch gambeln. So. Habe ich dich zum Gambeln geschickt? Achso, du wolltest gerade einen Sack aufheben. Wie sieht's mit dem Extrahieren aus? Ein Held fehlt noch zum Extrahieren. Sehr schön. Überfälle, Helden töten. Oh, das reicht, glaube ich. Das reicht. Sehr schön. Jedenfalls, um die beiden freizuschalten. Gucken wir mal. Ein Punkt. Zwei, macht drei Punkte. Vier Punkte. Fünf Punkte. Sechs, sieben Punkte. Einen kriegen wir auf jeden Fall noch mindestens gerade. Es macht acht Punkte. Ich kann also alles, was wichtig ist, noch freischalten. Supi. Das gefällt mir schon mal. Sehr gut. So, der Trupp wird jetzt ausgerüstet. Dann wird er hochgefüttert. Und dann wird er mal auf eine Mission geschickt. Genau, vier Punkte. Schon mal für bessere Rüstungen. Gut. Kann ich gleich mal verbraten. So, bei euch hier. So. Dann muss ich die Jungs mal losschicken. Also Trupp 4. Und Trupp 3. Weil das sind meine beiden noch schwächsten Trupps. Der ist kurz vor Stufe 3. Die sind Stufe 3. Oh. Und wir haben Materialien gekriegt. Sehr gut. Dann kann ich weitere Rüstungen upgraden. Während wir hier warten. So, jetzt haben alle die besseren Rüstungen, die bessere Rüstung haben können. Oh. Die Jungs scheinen einstecken zu müssen. Hä? Ja, die haben gerade ihre Hexenmeisterin verloren. Macht das was? Nö, die kann einfach durch einen Priester ersetzt werden. Na, gute Idee. Wir haben ja schon mal die Materialien dafür. Und hey, wir kommen wirklich auf den grünen Zweig. Einziges Problem, was ich sehe, die große Heldenwelle ist die Biest am Anrollen. Die rollt nämlich an, sobald wir auf Stufe 8 sind. So, ihr esst mal was. Du wirst hochtrainiert gerade, oder? Ja. Gut. Da kommt Trupp 3. Mit dem Überfallerfolg. Wie viele Überfallerfolge haben wir denn damit schon eigentlich? Ah, nur noch ein Überfall, dann haben wir alle. So, bringt noch die restlichen Materialien in Sicherheit. Genau, danke. Und dann baut mir da hinten bitte. Noch eine Schatzkammer. Genau.